Eigentlich war es immer recht einfach, Justin Bieber aus dem Weg zu gehen. Ich habe einfach die letzten 10 Jahre kein Radio gehört, keine Musiksendung gesehen und mich 3,5 Kilometer unter dem Pazifik in einem Atombunker vergraben. All das nur, um Justin Bieber zu entkommen. Aber der Feind schläft nicht. Er hat neue Taktiken entwickelt, den Flüchtigen zu fassen, also mich in die Enge zu treiben und mit dem infernalischen Gedudel zu beschallen. Wie wir alle wissen, ist die Telekom ja eins der innovativsten Unternehmens dieses schönen Planetens und deswegen wundert es auch nicht, dass sie sich einen Influencer, einen ganz jungen Kerl rausgesucht haben, der seit einem ganz kurzen Jahrzehnt so ein bisschen Bekanntheit besitzt und das war auch sehr, sehr erschwinglich. Das hat sie gerade mal den Umsatz einiger mittelständischer Unternehmen gekostet, jetzt ein Video zu haben, in dem Justin Bieber singt und tanzt. Für die Telekom. Ich stelle mir daher die Frage, für wen ist das jetzt eigentlich peinlicher? Seine Tattoos durfte er allerdings nicht zeigen, aber man muss ja auch sagen, reine Haut haut rein und zu Weihnachten Tattoos in einen Werbespot zu bringen, das wäre doch dann schon ein ganz kleines bisschen geschmacklos, ja. Deswegen musste er einen Anorak anziehen, der doppelt so dick ist wie er selbst. Nun saß ich also eines schönen Abends in meinem Lieblingskino, die Hände voller Popcorn und ich ahnte nichts Böses, ja. Also das ist sozusagen mein Safe Space, das ist ein geschützter Raum, in dem mir nichts passieren kann, in dem ich meine Ruhe habe und in dem auch ein Justin Bieber selbstverständlich nichts verloren hat. Bis zu diesem verhängnisvollen Abend. Ja, niemand kann mir da was, ich kann dort sein, wie ich will und plötzlich kam da ein Werbespot der Telekom oder mal mit einem Song, der so klingt, als ob er von jedem anderen Mobilfunkhersteller heutzutage auch kommen konnte. Ein entspannter Elektrobeat, ein Aha im Hintergrund, ein paar Quietschgeräusche vom Band und ein Refrain mit 4 Worten, den man sich richtig gut merken kann. Na, so weit, so unspektakulär. Ein Junge in einem viel zu großen Anorak. Wo sind da bitte die Eltern, dass die da mal Stopp sagen? So kann der Junge doch nicht auf die Straße gehen. Turnt um ein Mädchen, das scheinbar heftigste soziale Probleme hat, denn sie trägt die ganze Zeit Kopfhörer in den Ohren, ja, selbst bei Gesprächen. Ja, und um was zu tun? Um Justin Bieber zuzuhören. Hat man da noch Worte? Ja, was für ein Rotzgör. Tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht festgestellt, dass es sich um Justin Bieber handelt. Ja, man rechnet ja mit sowas nicht, ne? Also, dass Justin Bieber noch relevant ist, überrascht mich auch von Jahr zu Jahr. Und dass die Telekom sich sowas noch leisten kann, überrascht mich auch von Jahr zu Jahr. Ich vergaß diesen ganzen Zwischenfall wieder. Und dann kam dieser Spot plötzlich ausgerechnet vor einem Video von mir. Ja, da wird man schon ständig demonetarisiert. Und wenn dann schon mal was geschaltet wird, dann das. Ja, und irgendwie war ich fasziniert von dieser großen gelben Jacke und dem Moonwalk, den er hingelegt hat. Und zack, hatte ich einen Moment zu lange zugehört. Man muss ja auch sagen, die Frage, can we be friends, die stellt man sich oder bekommt man oft genug gestellt. Ja, also nicht auf Englisch, so international sind meine Liebschaften dann doch nicht. Aber ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich auch schon mal eine Beziehung sehr unschön beendet habe. Und man macht sich ja dann doch gleich mal wieder seine Gedanken, wenn man so emotional an einem so wunden Punkt erwischt wird. Ja, vor allem, wenn einem das Freunde bleiben so persönlich auch eher nicht gelingt. Merkt ihr das? Es hat sich in meinen Kopf gefressen. Ich habe mir da richtig Gedanken drüber gemacht. Na, über die Message dieses Textes von Justin Bieber. Ja, und eines Nachts, als ich dann an einem Skript für ein Video geschrieben habe, da packte mich dann die Lust, die schiere animalische Lust, dieses Lied auf YouTube zu hören. Also gab ich den Namen ein und oh Gott, die Schmach wiegt so schwer. Was für eine Schande. Ja, ich habe das dann tatsächlich ein paar Mal hintereinander gehört und mir gedacht, Mensch, das Lied ist schon gut, ne? Das ist also on point, ne? Und bleibt im Kopf und man kann das so ein bisschen mitmachen und es trifft genau dort, wo es treffen soll, so richtig. Und es ist locker, leicht beschwingt, es ist nicht zu lang. Ich bin daraufhin zu Lena gegangen, also mitten in der Nacht, und habe sie wachgerüttelt und sie gefragt unter Tränen. Also soweit ich mich erinnern kann, so, also ich glaube, also dramatisch wäre es sicherlich gewesen. Und habe so gefragt, Lena, was ist mit mir los? Ich glaube, ich mag ein Lied von Justin Bieber. Und wisst ihr, was sie dann zu mir gesagt hat? Lena sagte zu mir, tja, du wirst halt erwachsen und jetzt merkst du, dass du auch Dinge gut finden kannst, die nicht deinen Vorlieben entsprechen. Ich glaube, mein Leben hat keinen Sinn mehr in einer Welt, wo ich nicht mehr weiß, was ich liebe und was ich hassen soll. Das ist mir einfach zu kompliziert. In einer Welt, wo Justin Bieber gute Songs machen kann und ich plötzlich erwachsen sein soll, in der möchte ich nicht leben. Ja, also
Komm, Yoshi, wir gehen jetzt dorthin, wo man in Ruhe Dinge doof finden kann, die man doof findet, ohne sich mehr damit beschäftigen zu müssen. Und die Geschichte ist tatsächlich wahr und irgendwie berührt mich dieser Song persönlich und mir gefällt er tatsächlich. Und es ist echt irgendwie schwierig für den überkandidelten Alex in mir das zu akzeptieren. Zu sagen, hey, du weißt von ganzem Herzen, dass dieser Song simpel ist, aber du findest ihn trotzdem gut. Vielleicht habt ihr ja mein letztes Video, ich hasse die deutsche Popmusik, gesehen, wo ich so eine ganz miese Breitseite gegen alles und jeden, der in diesem Musikbereich rumkreucht und fleucht, verteilt habe. Ich hoffe, euch ist klar, dass diese Ich hasse Videos niemals genau das widerspiegeln sollen, sondern eigentlich vielmehr, dass man Trends hinterfragt, dass man sich selbst hinterfragt, dass man seine eigenen Überzeugungen prüft und dass man eben auch irgendwo seinen Horizont erweitert, ob man jetzt Zuschauer ist oder eben ich. Das Wichtigste ist, hinterfragt, was ihr zu wissen glaubt und habt Spaß an Hirnakrobatik und seid niemals zu feige, eure eigene Position auch mal wechseln zu können. Also vor allen Dingen Dinge, die ihr immer für richtig scheiße hieltet, die können euch am Ende am meisten überraschen. Wie ich ja eigentlich sehr oft sage, bleibt offen für Neues, sonst entgeht euch so vieles. Und die Aussagen, die ich in diesen Videos bringe, sind ja immer genau, logischerweise, mein Punkt zum Zeitpunkt des Erscheins des Videos. Es kann ja auch sein, dass ich später mehr Dinge erfahre und meinen Standpunkt dann dementsprechend anpasse. Das kann ja nie die ganze Wahrheit sein. Am Ende müsst ihr auch tätig werden und euch damit beschäftigen. Erstaunlich ist auf jeden Fall, wie schnell Videos Leute triggern können, ja, und solche Aussagen, wie emotional man darauf reagieren kann. Ich finde das faszinierend und ich hätte niemals gedacht, dass meine Videos so eine Kraft auf Menschen haben könnten. Ne? Und das lässt mich natürlich auch wieder drüber nachdenken, was man sagen kann und wie weit man auch mit Political Correctness ins Gericht gehen sollte. Ja, wann man die über den Haufen werfen sollte, einfach damit man die Leute mal dort erreicht, wie man sie erreichen sollte und sie nicht immer nur Bauchpinselt. Apropos Perspektiven ändern. Ich bin dieses Wochenende in Salzburg. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Ich schreibe an einem Roman und ich habe in den letzten Monaten mitbekommen, ich komme so im Alltag nicht dazu, die Ruhe zu finden, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen werde ich jetzt mal ein paar Tage in Salzburg verweilen, um mich da wirklich nur mal auf mein Buchkonzept zu konzentrieren. Und deswegen wird es vermutlich auch kein Video am Freitag geben. Dann nächste Woche wieder. Vielleicht sieht man sich an Salzburg. Und sollten wir uns dort nicht sehen, dann könnt ihr das Ganze auf Instagram verfolgen. Den Link findet ihr dort unten. Jetzt kommt noch ein Video auf meinem Zweit-Channel. Ich war nämlich letzte Woche in Kassel bei einem Rock-Radiosender und die zeigen euch mal, wie es bei ihnen so aussieht. Ja. Achso, und apropos zu große Jacken. Und warum zur Hölle haben die Eltern nicht gesagt, dass es zu groß ist? Ich verkloppe jetzt ein paar meiner Lederjacken über mein Facebook-Profil so ein bisschen mal den Schrank ausmisten, weil mir diese ganze Scheiße einfach zu groß ist. Ich weiß nicht, warum ich nur zu große Jacken habe. Ja, und wer das nicht verhindern konnte, könnt ihr mal schauen. Bei von Thieling gibt es jetzt auch neue Motive und ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Ohrwurm von Justin Bieber bekommen. Wenn euch das Video, mein Channel und überhaupt alles gefällt, würde ich mich sehr über euer Abo freuen und über eine Bewertung dieses Videos und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüssikowski.